Wunderschönen, Schönetten, willkommen zu meinem Primark-Haul-Video. Und zwar konnte ich es mal wieder nicht lassen und musste bei Primark einkaufen gehen. Und das erste Stück möchte ich euch zeigen, ist eine, ach du Scheiße, jetzt hängt sie, wunderschöne Tasche. Und zwar, ich stehe im Moment gerade so auf Schlangenmotiv und alle Tiermuster sowieso. Und da ist mir die Tasche entgegengekommen und sie ist einfach so toll. Ich glaube, sie hat, glaube ich, 15 Euro oder so gekostet und habe ich natürlich auch gleich meine Sachen reingepackt, deswegen ist sie so ein bisschen wulstig jetzt. Ja, ich finde sie super und ich freue mich einfach darüber. Das ist so mein liebstes Stück, was ich heute gekauft habe oder so eigentlich in der letzten Zeit. Dann habe ich noch so ein paar, ja, Tops und was gekauft und zwar, hier ist es so ein kleines Top. Das hat hier vorne so eine Schleife. Ich weiß nicht, was das sind. Das sind, glaube ich, so Spatzen oder so, falls man das jetzt so sieht. Irgendwie, keine Ahnung, was das sein soll. Das sind so Spatzen. Also hier hinten hat es dann so ein Dehnen-Dingens. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Es ist auch relativ lang, also man kann es auch nur mit einer Leggings anziehen. Fand ich ganz schön. Des Weiteren habe ich dann noch einen Top gekauft, weil es kommt ja jetzt der Winter, da braucht man ja auch so viele Tops, ne, Stefanie? Wieder clever nachgedacht. Auch wieder so in so einem Leoparden-Tiermuster-Dingens. Sieht relativ groß aus. Ich habe es nicht anprobiert. Ja, es ist süß, finde ich. Hat sie von so Rüschen und so. Und ja, keine Ärmel, weil es ja jetzt Winter wird. Ja. Dann, wie soll es auch anders sein, noch ein Top. Clever. Ich sollte vielleicht mal einen Pullover kaufen und keine Tops ohne Ärmel. Ja, das ist hier so ein... Achso, die Tops haben, glaube ich, das hat einen Fünfer gekostet und das hat, glaube ich, 7 Euro gekostet. Dann habe ich hier noch einen Topf. Ich habe einen Topf gekauft, den ziehe ich nachher an. ja, das ist so ein Top und zwar ist es vorne kurz und hinten lang. In so Babyblau mit so einem Kragen und das hat 7 Euro gekostet. Ich glaube, das bringe ich aber wieder zurück. Ich bin mir da noch nicht so sicher mit. Ja, dann habe ich noch einen Rock gekauft. Und zwar ist das so ein cremefarbener mit Blumen. Sieht so aus wie Tulpen oder so. Und zwar ist das auch vorne kurz und hinten lang. Ja, schön für den Winter, ne? Klasse. Ach, naja, sonst. Dann habe ich noch gekauft so einen Schubladensortierer. Und zwar, da sind so drei Größen drin, so ein ganz klein, also zwei so kleine. Ach ne, oder? Weiß ich nicht, ob das jetzt zwei die gleichen Größen sind und ganz große, aber ich brauche einfach um meine Schubladen. Ich habe viel Nagellacke und alles drin rumfliegen. Und wenn ich das Ding aufmache, fliegen die überall rum. Und ja, die habe ich letztens schon mal gesehen, aber die hatten dann nur so mit so Prinzessinnen drauf, also so mit richtigen, so für Kinder. Fand ich jetzt nicht so toll und das erinnert mich jetzt ein bisschen so an Wollstrick oder irgendwie so. Und waren aber auch die ganze Nebel da waren. Von daher hatte ich da auch keine andere Möglichkeit jetzt. Dann habe ich noch gekauft super cozy Socken. Und zwar sind das so, ja, so Wintersocken. Aber ich trage die sehr gerne im Bett. Und ich hatte meine letztens alle rausgeschmissen, weil die alle schon vom letzten Jahr waren. Und die waren schon alle schon durchgelatscht und so. Und die waren auch nicht mehr so mega flauschig und so. Und da freue ich mich jetzt, dass ich neue gekauft habe, weil die gab es schon Ewigkeiten. Die gab es halt durch den Sommer durchgehend nicht. Und jetzt sind die erst seit kurzem wieder da. Und die haben irgendwie 3 Euro gekostet für 3 Paare. Und ja, freue ich mich ganz arg drüber. Dann habe ich gekauft ein paar Slippers. Weil meine anderen Leoparden-Slippers, die hier, sind schon sehr durchgelaufen. Und die haben auch unten schon Löcher drin und so. Und deswegen musste ich die jetzt ersetzen. Die haben leider keine Leoparden- oder sonstige Tiermuster. Deswegen musste ich so Gefängnisstreifen nehmen. Ja, die gefallen mir aber auch ganz gut. Und, achso. SpongeBob-Socken. Die sind jetzt allerdings nicht für mich. Die sind für meinen Bruder zum Geburtstag. Ja, fand ich ganz süß und ganz lustig. Und ich hoffe, der freut sich auch drüber. Und, dann das letzte Produkt sind ein paar Ohrringe. Ich versuche die mal aus dem Ding jetzt hier rauszukriegen. Was sieht man denn jetzt richtig? Und zwar waren die von 3 Euro auf, ich glaube, 1 Euro oder 50 Cent sogar nur reduziert. Und zwar sind das so, ich finde die ganz süß eigentlich. Ja, ich kann mir die ganz gut vorstellen, irgendwie mit irgendwas Schwarzem oder so. Ja. Und das war es dann auch schon aus meiner riesengroßen Primark-Tüte. Aber auf jeden Fall freue ich mich ganz arg über meine Tasche. Und sie fährt sich sogar so ein bisschen schlangenmäßig an, ne? Das finde ich ganz, ganz cool. Und
Ja, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, gell? Und dann sage ich mal Tschüss für heute. Tschüss!